Theater Kanton Zürich, der Podcast. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem Theater-Podcast. Ich bin Mia Lüscher. Und ich bin Axel Julius Fündeling. Und heute stellen wir euch die neue Theaterproduktion «Lahme Ente, blindes Huhn» vom Ulrich Hub vor. Ein Theaterstück für Kinder ab 6. Und das ist eine umwerfend komische Geschichte von einer Ente mit Gehstock und einem verrückten Huhn, die sich zufällig in einem staubigen Hinterhof kennenlernen und... Hallo? Hallo? Da ist ja endlich das Huhn. Sind wir schon auf Sendung? Ja, natürlich. Komm, da ane sitzen. Da ist das Mikrofon. Los. Einfach ins Mikro, bitte. Jetzt. Hi! Ich fühle mich pudelwohl. Und du? Sie? Wir sind schon per Du, oder? Ja, klar. Mach einfach weiter. Die hören dich doch schon alle. Oh, sorry. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Huhn. Ah, du kannst mich gar nicht sehen. Das ist ja ein Podcast. Aber du kannst mich hören, oder? Gut, also ich kann dich auch nicht sehen. Ich bin nämlich ein blindes Huhn. Ja, wirklich. Aber keine Sorge, ich komme gut damit klar. Hoppla, was ist das denn? Hey, Vorsicht! Das ist mein Stock. Schau doch, wo du hinläufst. Sorry, habe ich nicht gesehen. Ich bin ja auch blind. Ach so, schon gut. Halb so schlimm. Es ist immer ein angenehmes Gefühl, jemanden kennenzulernen, dem es noch schlechter geht als einem selbst. Warum denkst du, dass es mir schlecht geht? Naja, immerhin bist du blind. Deshalb bin ich noch lange kein halbes Huhn. Worüber bin ich denn da gerade gestolpert? Das ist mein Krückstock. Und ich bin die Ente. Ja, damit laufe ich jeden Tag eine Runde in meinem Hinterhof, um ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Du bist also eine lahme Ente? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Nein. Eigentlich wollte ich ja immer einen blinden Hund haben, aber du kannst mich genauso gut führen. Auf geht's! Wir machen eine Tour! Nicht so schnell. Erst einmal möchte ich wissen, wohin diese Tour führen soll. Lass dich überraschen. Ich hasse Überraschungen. Das bedeutet immer nur Stress. Irgendwo auf der Welt, da gibt es einen Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung geht, weißt du? Was? Das ist die ganze Überraschung. Ja, ja. Viele haben sich auf den Weg gemacht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, keiner hat diesen Ort jemals gefunden, oder? Dann sind wir eben die Ersten. Also, was ist? Kommst du mit? Da muss ich erst einmal überlegen. Weißt du? Dann frage ich eben einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hey Leute, wollt ihr mit auf die Reise kommen? Kommt zu uns ins Theater. Packt eure Kinder ein, eure Eltern, Großeltern, Freundinnen, Freunde. Und dann ziehen wir gemeinsam los. Hey, wartet. Also gut, ich komme mit. Ohne meine Hilfe würdest du bestimmt im nächsten Straßengraben landen. Und ich müsste mir ewig Vorwürfe machen. Also, in welche Richtung liegt denn dieser Ort? Keine Ahnung. Aber unsere Regisseurin, Johanna Böckli, die weiß das bestimmt. Naja, also es geht eigentlich gar nicht so um einen konkreten Ort in dieser Geschichte, sondern es geht darum, ums Ziel, glaube ich, und dass der Weg das Ziel ist. Die Geschichte beginnt so, dass die Ente allein in ihrem Hinterhof hockt und eigentlich eher ein bisschen, was soll man sagen, ein bisschen faul und eher nicht so unternehmungslustig. Und da kommt dann das blinde Huhn vorbei und weckt die ein bisschen auf, die Ente, und nimmt die dann so ein bisschen mit und dann reist die zusammen. Und sie unterstützen sich ja eigentlich gegenseitig. Also es liegt, glaube ich, auch an dem verrückten Huhn mit ihrer Art. Die ist auch so ein bisschen aufmüpfig. Und bei uns sehen die auch nicht so richtig aus wie Huhn und Ente, sondern sie haben so ein bisschen einen lustigen und schönen Rock. Also Kostüm hat Iris gemacht. Und einmal ist es so ein bisschen Rockabilly-Ente und vielleicht ein Rockhuhn. Und da fehlt natürlich auch keine Musik. Also das kommt ganz oft vor bei uns, Musik. Also wenn wir hier noch länger herumschnattern, dann finden wir den Ort ganz bestimmt nicht. Komm, Ente, nichts wie raus aus diesem muffigen Hinterhof. Du hältst die Augen für mich auf, dafür stütze ich dich. Gehen wir? Wir gehen doch schon längst. Was ist denn das für ein Schneckentempo? Damit kommen wir nie ans Ziel. Geht's ein bisschen schneller? Also du musst noch viel lernen. Eine lahme Ente ist kein flotter Flitzer. Und in kleinen Schritten kommt man am schnellsten ans Ziel. Also das Huhn ist ja auch ein bisschen anstrengend.
Manchmal ist er ein bisschen zu neugierig und ein bisschen zu flatterhaft und will auch das ganz genau wissen. Und meistens weiss es auch alles viel besser. Und das kann halt auf so einer Reise schon sehr nervig sein. Und dann will natürlich auch das Huhn noch das Geheimnis wissen. Und das will aber die Ente auf gar keinen Fall verraten, weil man das eigentlich für sich muss behalten. Oh, immer mit diesen Geheimnissen. Hey, es kann im Fall sehr stressig sein, ein Geheimnis zu bewahren. Wenn du zum Beispiel eine Bank ausgeraubt hättest, ja, dann müsste ich dein Geheimnis der Polizei melden. Dazu bin ich als lahme Ente sogar verpflichtet. Sei doch nicht immer so umständlich. Ich wollte dir ja nur meinen geheimen Wunsch verraten. Ich wünsche mir, dass ganz viele Kinder unser Theaterstück schauen können. Dann hätte ich noch viel mehr Spass, mit dir zusammen zu spielen. Hä? Was? Ich habe gesagt, dass ich mir wünsche, dass ganz viele Kinder zu uns ins Theater kommen. Weil dann hätte ich nämlich viel mehr Freude, mit dir zusammen auf die Reise zu gehen. Aha. Also, verrat mir jetzt mal lieber deinen geheimen Wunsch. Hehe. Darauf kannst du lange warten. Also, ihr müsst sicher nicht lange warten, weil entweder kommt ihr bei uns im Theater vorbei oder wir kommen zu euch im Klassenzimmer und da könnt ihr dann zuschauen, wie die zwei Huhn und Ente ihre Abenteuer erleben und was die sonst noch für lustige Sachen machen oder vielleicht auch ein bisschen Quatsch machen. Sie haben sicher viel Spass dabei. Und wir würden uns sehr freuen. Bis dann. So, das waren die Regisseurin Johanna Böckli und Ente und Huhn aus dem Theaterstück Lahme Ente, blindes Huhn vom Ulrich Hub. Es spielen Julia Seewing und Ivan Georgiev. Kostüm hat Iris Barmet entworfen und das Theaterlicht der Benno Kick. Claire Ilber ist die Regieassistentin. Für die Dramaturgie und Podcast-Produktion ist Wolfgang Stockmann verantwortlich. Und die beiden Theaterpädagoginnen Carola Behrens und Nadine Erne begleitet Ente und das Huhn bei ihrem Besuch in den Klassenzimmern. Und noch ganz wichtig, schaut mal auf der Internetseite www.tkz.ch, welche weiteren Stücke auf unserem Spielplan euch noch interessieren könnten. Das Ensemble und alle Mitwirkenden hinter und auf der Bühne freuen sich auf euren Theaterbesuch. Wir wünschen euch anregende und unterhaltsame Stunden im Theater Kanton Zürich. Und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Au revoir. Bye, bye. Und bis zum nächsten Mal.